A1. Die nebenstehende Skizze zeigt das Drachenviereck ABCD mit der Symmetrieachse AC. Es gilt, AB sind 8 cm, der Winkel BAD ist 50 Grad und der Winkel CBA ist 100 Grad. Der Kreisbogen DB hat den Mittelpunkt C und schneidet die Strecke AC im Punkt G. Der Kreisbogen EF mit E-Element AB und F-Element AD hat den Mittelpunkt A und berührt den Kreisbogen DB im Punkt G. Berechnen Sie die Länge der Strecke BC und bestimmen Sie sodann durch Rechnung den Umfang der Figur BGE. Das durch die Kreisbögen EG, GB sowie die Strecke BE begrenzt wird. Runden Sie auf zwei Stellen nach dem Komma. Zuerst soll also die Strecke BC berechnet werden. Wie immer gilt, wir schauen uns an, in welchem Dreieck liegt diese Strecke BC, kennen wir möglichst viel in diesem Dreieck und können wir es dann berechnen. Die Strecke BC liegt beispielsweise in dem Dreieck ABC. Von diesem Dreieck kennen wir die Strecke AB mit 8 cm. Dieser Winkel hier ist bekannt, der Winkel BAC. Da der BAD 50 Grad groß ist, AC die Symmetrieachse, ist der genau die Hälfte, also 25 Grad. Außerdem kennen wir noch den CBA mit 100 Grad. So, um die Strecke BC zu berechnen, müssen wir auch noch schauen, was ist es für ein Dreieck. Es ist auf jeden Fall kein rechtwinkliges Dreieck. Da der CBA schon 100 Grad groß ist, bleiben für die anderen beiden Winkel auf jeden Fall keine 90 Grad mehr übrig. Und deswegen können wir zum Berechnen von Streckenlängen oder Winkelmaßen auch nur den Sinussatz oder den Kosinussatz ansetzen. Für den Kosinussatz gilt allerdings, dass mindestens zwei Strecken bekannt sein müssen. Da ich allerdings nur eine Strecke kenne, fällt der Kosinussatz schon mal weg und übrig bleibt der Sinussatz. Den finden wir auch in der Formelsammlung auf Seite 30, wo es erstmal allgemein heißt, a geteilt durch Sinus Alpha ist gleich b geteilt durch Sinus Beta ist gleich c geteilt durch Sinus Gamma. Oder anders ausgedrückt immer, die Seite geteilt durch den Sinus des gegenüberliegenden Winkels ist gleich Seite geteilt durch Sinus gegenüberliegender Winkel ist gleich Seite geteilt durch Sinus gegenüberliegenden Winkel. Damit lässt sich dann für die Strecke BC auch folgende Gleichung aufstellen. Wenn ich mit BC als unbekannte Strecke anfange, BC geteilt durch Sinus des gegenüberliegenden Winkels und das ist der Winkel BAC. Ist gleich, und die andere bekannte Strecke ist die Strecke AB, geteilt durch Sinus des gegenüberliegenden Winkels, also Sinus Winkel ACB. So, schauen wir nach, kennen wir alle Größe, BC soll ja berechnet werden, den Winkel BAC kennen wir mit 25 Grad, AB mit 8 cm, aber der ACB, also der hier oben, ist noch nicht bekannt. Der lässt sich aber sehr schnell ausrechnen. Da wir beiden andere Winkel im Dreieck kennen, können wir über die Winkelsumme, in Winkelsumme eines Dreiecks, den fehlenden Winkel berechnen. Also ergibt sich für den Winkel ACB ist gleich 180 Grad minus BAC minus CBA, also 180 Grad minus 25 Grad minus 100 Grad. Und dann bleiben noch 55 Grad übrig. So, setzen wir ein. BC ist ja gesucht. Geteilt durch Sinus von 25 Grad ist gleich 8 cm geteilt durch Sinus von 55 Grad. Ich habe jetzt eine ganz normale Gleichung. Die lässt sich zum Beispiel mit Hilfe des Taschenrechners und damit es soll was lösen. Ich löse diese Gleichung jetzt allerdings über die Umformung. Das heißt, damit BC alleine steht, muss ich die Gleichung mal Sinus von 25 Grad nehmen. Und dann erhalte ich BC ist gleich 8 cm geteilt durch Sinus von 55 Grad mal Sinus von 25 Grad. Und das kann ich jetzt ganz normal in den Taschenrechner eingeben und erhalte dann für den
für die Strecke BC eine ungefähre Größe von 4,13 cm. So, als nächstes zeichne ich die noch schnell ein. So. Weiter geht's. Bestimmen Sie dann den Umfang der Figur BGE, also der Umfang, die durch die Kreisbögen EG, GB und BE begrenzt wird. Also wenn wir uns hier anschauen, der Umfang der Figur GBE, also dieser Umfang da. Gut, dazu müssen wir jetzt zuerst die Kreisbögen berechnen. Ich fange jetzt mal mit dem Kreisbogen GB an, weil von dem kenne ich schon recht viel. Der liegt ja zum Beispiel hier in diesem Sektor GBC. Da kenne ich den Öffnungswinkel mit 55 Grad und ich kenne den Radius mit 4,13 Zentimetern. So, und wie man einen Kreisbogen berechnet, das finden wir auch wieder in der Formelsammlung. Und zwar diesmal auf Seite 34, wo es heißt, B ist gleich 2 mal Radius mal Pi mal Öffnungswinkel Alpha durch 360 Grad. Also 2 mal der Radius, ist in diesem Fall die Strecke BC, mal Pi mal Öffnungswinkel. Schauen wir nochmal hoch, welcher war das? Aha, der ACB. Geteilt durch 360 Grad. Wenn wir jetzt die Werte dafür einsetzen, heißt es 2 mal 4,13 cm mal Pi mal 55 Grad geteilt durch 360 Grad. Das tippen wir ganz normal in den Taschenrechner ein und kommt dann auf einen Wert von ungefähr 3,96 cm. So, als nächstes brauchen wir jetzt zum Beispiel den Kreisbogen EG. Nun, was brauche ich dafür? Ja, zumindest die Strecke, also den Radius AG bzw. AE oder AF. Also schauen wir mal wieder nach, wo liegt dieser Radius AE drin oder AG. Wenn ich zum Beispiel jetzt AE nehme, finde ich jetzt nichts, womit ich das AE ausrechnen kann. Ich kenne zwar AB, aber ich weiß ja nicht, wie lang EB ist, deswegen ist mir nicht möglich, AE zu berechnen. Suche ich einen anderen Radius. Wie sieht es mit AG aus? Nun, AG ist ja ein Teilstück der Strecke AC. Und zwar AC minus die Strecke GC. Und die Strecke GC ist nichts anderes als der Radius dieses Kreises, also 4,13 cm. Also muss ich nur AC berechnen. Und dann geht sie davon abziehen. AC lässt sich auch berechnen. Da suchen wir wieder einen Dreieck, wo möglichst viel bekannt ist. Und da sehen wir sofort das Dreieck ABC. Wissen wir ja schon sehr viel. Alle drei Winkel und zwei Streckenlängen. Da können wir jetzt den Sinussatz oder den Kosinussatz ansetzen. Da funktionieren beide. Ich nehme jetzt einfach mal den Kosinussatz. Also AC will ich berechnen, den Kosinussatz finde ich auch wieder in der Formelsammlung auf Seite 30, wo er wieder allgemein heißt, A² ist gleich B² plus C² minus 2 mal B, soll das sein, mal C mal Kosinus von Gamma, Alpha. Und wichtig dabei ist einfach nur, dass man mit der Seite beginnt, die gegenüber dem Winkel liegt. Und hier einfach die beiden anderen Seiten einsetzen. So, ich will mit der Strecke AC anfangen. Also AC² ist gleich. Und jetzt kann ich schon mal die beiden anderen Strecken aufschreiben. Also AB² plus BC² minus 2 mal AB mal, schon wieder, mal BC. Mal Cosinus V
von einem Winkel, und zwar welchen? Ja, der Winkel, der gegenüber AC liegt. Schauen wir nochmal hoch in die Skizze. Wer liegt gegenüber AC? Aha, das ist der CBA. Der da. So, setzen wir ein. AB sind 8 cm Quadrat plus BC haben wir oben berechnet. 4,13 cm zum Quadrat minus 2 mal 8 cm mal 4,13 cm mal Cosinus von 100 Grad. So, jetzt haben wir eine ganz normale quadratische Gleichung. Die lässt sich wieder mit dem Taschenrechner mit Hilfe des Solvers lösen. Oder wenn wir hier auf der linken Seite AC Quadrat haben, um AC herauszubekommen, müssen wir die Wurzel ziehen. Also heißt es dann, AC ist gleich die Wurzel aus jetzt diesem ganzen Term. 8 cm Quadrat plus 4,13 cm zum Quadrat minus 2 mal 8 cm mal 4,13 cm mal Cosinus von 100 Grad. Das in den Taschenrechner eingeben und dann folgt für AC eine ungefähre Länge von 9,62 cm. So, die AC ist also 9,62 und die AG wäre dann an AC minus GC. Halt AG. Und wir wissen ja, die Strecke GC ist genau gleich groß wie die Strecke BC. Also 9,62 cm minus und BC waren 4,13 cm. So, das rechnen wir wieder aus. Und dann folgt für AG eine ungefähre Länge von 5,49 cm. So, jetzt gehen wir wieder hoch in die Skizze. AG ist also der Radius dieses zweiten Kreises und da ich den Öffnungswinkel und jetzt auch den Radius kenne, kann ich also gleich den Kreisbogen berechnen. Ich brauche nur GE, also ist der Öffnungswinkel auch 25 Grad. Die Formel für den Kreisbogen haben wir auch schon mal benutzt, die nehmen wir jetzt einfach nochmal her. Also der Kreisbogen von E nach G lässt sich berechnen aus 2 mal dem Radius, also 2 mal AG mal Pi mal Öffnungswinkel, das war der Winkel BAC, geteilt durch die 360 Grad. Setzen wir die Zahlen ein. 2 mal, ja, AG haben wir hier oben, 5,49 cm mal Pi mal BAC waren die 25 Grad, geteilt durch 360 Grad. Das jetzt wieder ganz normal in den Taschenrechner eintippen und dann halten wir einen ungefähren Wert von 2,40 cm. So, EG haben wir also berechnet, GB haben wir berechnet, jetzt fehlt noch die Strecke BE, also das Stück hier unten. Nun, das ist auch nicht mehr schwer, weil EB lässt sich berechnen aus AB minus AE und AE ist ja genauso gleich so lang wie die Strecke AG. Also BE ist gleich AB minus AE, wobei AE gleich lang ist wie AG. Und dann folgt 8 cm minus die, was war's? AG, genau, 5,49 cm. Und das nochmal ausrechnen, sind dann 2,51 cm. So, und jetzt müssen wir noch den Umfang bestimmen. Das heißt,
Schauen wir mal hoch. Einfach alle drei Größen addieren. Wir brauchen also einmal den GB, Bogenlänge GB. Wir brauchen einmal EG und zum Schluss noch BE. Ich schreibe es nochmal auf. Bogenlänge BG plus die Bogenlänge EG plus die Länge der Strecke BE ist gleich. Die erste war 3,96. Plus 2,40 cm plus 2,51 cm. Das noch einmal eintippen im Taschenrechner. Und dann kommt ein ungefährer Wert von 8,87 cm raus.